Du solltest dich mal ein bisschen beeilen. Warum? Wir haben noch einen weiten Weg vor uns und sonst holen wir Mom und Dad nicht ein. Du bist einfach zu langsam und du musst ein bisschen schneller gehen. Also wenn du mir sagst, dass ich zu langsam gehe, kann ich auch gleich stehen bleiben. Außerdem gehen Mama und Papa zu schnell. Kann ich also nichts dafür. Also sollen sie sich meinem Schritttempo anpassen. Das, was du denkst. Kannst du nicht einmal aufpassen, Silva? Besonders da, wo du hingehst. Sorry. Ich denke, wir sollten eine kleine Pause hier in der kleinen Lichtung machen. Ja, vielleicht ist das keine Lichtung, aber du hast recht. Eine kleine Pause schadet, glaube ich, keinem. Ich denke eher, dass es Brownie gut tun wird. Dad. Ja, tut mir leid, aber du bist im Moment nicht relativ flink auf deinen Beinen. Das ist eine totale Lüge. Ich wollte nicht von den anderen wegziehen. Ich wollte keine neue Herde, aber nur weil ihr eine neue Herde haben wolltet. Ich wollte das nicht. Ich war gar nicht darauf vorbereitet. Ich wollte meine Freundin nicht verlieren. Wir wissen, dass es schwer für euch beide ist, aber ihr habt euch ja... Was war das? Wahrscheinlich nur irgendwelche Kleintiere, die hier so rumlauern. Mach ihnen doch keine Angst. Ich mache ihnen überhaupt keine Angst. Ich war... Silva. Ich gehe mir was anderes anschauen. Du kommst aber wieder. Ja, warum sollte ich das nicht tun? Silva, vielleicht gehst du zu ihm. Ich denke, er braucht in dieser Zeit ein bisschen Unterstützung. Okay. War? Pass auf ihn auf und er kommt rechtzeitig zurück. Versprechen kann ich nichts, aber ja, das werden wir. Silva, lass mich einfach alleine. Hey! Außer mir hast du keinen. Und das sagt wer? So, ich fühle mich schlecht. Du hast dich noch nie schlecht gefühlt. Warum fühlst du dich auf einmal schlecht? Kommt so mit dem Alter. Da bist du noch nicht drin. Bist du alt? Hey, so alt bin ich jetzt auch nicht. Ich bin ein Jahr älter als du kleiner Pups. Hey, hör auf, mich so zu nennen. Du weißt, ich mag das nicht. Kleines Mandarinchen. Kleine Zwiebel, kleiner Stern. Oh, hör auf mit diesem Namen. Ich fühle mich wie ein Baby. Vielleicht bist du das hier auch, kleines Schnucki-Baby. Hör auf damit. Du machst dich dadurch nicht zu etwas Besserem. Was war das? Mach dir doch nicht irgendwelche Sorgen über jeden Knack. Man sollte schon aufpassen und nicht so wie du einfach hier rumstehen und warten, bis dich die Elefanten aufessen. Elefanten werden mich schon hier nicht essen und die leben hier gar nicht. Ich habe neulich einen Dinosaurier gesehen. Oh, Silva, bitte. Bitte, bitte, bitte. Deine euren Geschichten kannst du jemand anderem erzählen, aber nicht mir. Nein, bitte. Lass mich jetzt bitte einfach alleine. Bocki, sag das noch einmal. Bocki, Schmocki, Hafer, Flocki. Silva, ich habe dir schon mehrmals gesagt... Au. Hey, wohin rennst du? Jetzt ist er auf einmal ganz schnell unterwegs. Ah! Es tut mir leid, Silva, aber... Brownie, ich kann dich gerade nicht sehen, aber du brauchst mir keine blöden Streiche spielen. Es reicht, okay? Es tut mir ja leid, bitte verzeih mir. Ich muss aufstehen. Das wirst du nicht. Bitte, bist du Brownie in einem Kostüm? War das gerade ernsthaft ein Schrei? Ja, warum? War daran etwas falsch? Ja, war schön, dich kennengelernt zu haben. Oh, dachtest du ehrlich, ich habe dich eingeladen? Du bleibst da schön liegen. Bring dich erstmal zu unserem Hauptquartier. Welches Hauptquartier? Lass mich bitte los, ich schmeck nicht. Das werden wir ja noch herausfinden. Nein. Doch. Nee. Doch, das werden wir. So, ich habe neulich eine giftige Pflanze gegessen. Ich glaube, das wäre nicht für dich gut. Ach, weißt du. Und die dürft ihr Tiger nicht essen. Mir ist das eigentlich egal, solange ich sie nicht so richtig verspeise. Also, du kannst ja ganz ruhig auf dem Boden liegen bleiben. Kam gleich noch Verstärkung, um dich abzuholen. Wahrscheinlich ist Silva wieder bei Mom und Dad. Hi Mom, hi Dad. Habt ihr Silva gesehen? Silva?
Warum? Was ist mit Silver passiert? Wo hast du Silver gelassen? Nein, wir haben nur Verstecken gespielt und ich dachte, er war hier. Wie süß, ihr spielt ein Spiel. Das freut mich wirklich. Ich bin stolz auf euch und vor allem auch auf dich, Brownie. Komm her. Oh Mann, wenn das auffliegt. Hast du gesagt? Ja, danke. Ich weine. Das freut mich einfach nur. Versteckt sich gut. Ich sollte ihn mal weitersuchen. Ach das. Was hat er sich dabei gedacht? Ich muss ihn finden, bevor er zu Mom und Dad geht. Aber was ist, wenn ihm etwas passiert ist, was ich nicht weiß? Mein Gott, Silver. Ich rieche sein Fell. Und sein Geruch ist schon mal hier. Hey, du. Hey, lauf nicht weg. Was willst du? Hast du hier so ein Pferd Fohlen gesehen? Es ist grau und heißt Silver. Ja, das war vor, warte, 10 Minuten mit einem Tiger und die sahen relativ glücklich aus. Mehr weiß ich nicht. In welche Richtung sind die gelaufen? Warte, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, hier, folgt mir. Auf einem Grashalm, ich glaub's auch. Nein, schau mal in diese Richtung, in die ich zeige. Da lang. Ich hab noch anderes zu tun. Tschüss. Danke. Ey, geh von mir runter. Ich dachte, du hast anderes zu tun. Ich finde, deine Mähne passt zu mir. Das ist schön. Hier hast du wieder ein Grashalm. Mein Gott. Das kann nicht sein. Ja, der schläft. Der wird erstmal nicht aufwachen. Komm, wir gehen. Wir sollten ihn aber trotzdem noch im Auge behalten. Solange er schläft, wird er uns nichts tun. Ja. Leise. Nein, leise. Was war das? Macht er solche Geräusche beim Schlafen? Kümmere dich nicht um dieses blöde Fohlen. Wir müssen noch etwas trinken, bevor wir es verspeisen. Ja. Du kannst vom Glück sprechen, dass wir uns nicht gesehen haben. Sag nichts, komm mit. Warte. Nein. Auf, bis wir in Sicherheit sind. Es tut mir leid. Mom und Dad fragen, was mit uns passiert ist. Wir haben Verstecken gespielt. Ja, genau. Mom und Dad, da sind wir wieder. Warum seid ihr so aus der Puste? Also, wir haben Ticken gespielt. Aber ziemlich schnell. Jungs, was ist der Tiger da hinten? Der Tiger. Da muss ich mich wohl versehen haben. Das glaube ich auch. Na dann, wir ziehen weiter. Es tut mir leid. Ist alles wieder gut. Ich bin froh, dass du mein Bruder bist. Hey Leute, das war's jetzt mit dem Video. Falls ihr mehr kleine Kurzgeschichten oder, ich sag mal so, Filme wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dann. Ciao.